Wir waren vor der Pause bei der zweiten Aktuellen Stunde gewesen und haben jetzt die Anträge inhaltlich dazu passend noch zur Behandlung. Ich darf zunächst den Tagesordnungspunkt 6 aufrufen. Hier ist Einreicher die SPD-Fraktion und Frau Sturm, bitte schön zur Einbringung. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich halte jetzt die Uhr im Blick und leider hat die Zeit vorhin nicht zugelassen, noch etwas zu sagen, was mir besonders wichtig ist und auch Bezug nimmt auf den Antrag, der jetzt kommt. Was wir mit dieser Aktuellen Stunde vor allem bezwecken wollen, lieber Herr Oberbürgermeister, ist, dass wir vielleicht ein Gremium auf den Weg bringen, welches auch immer das ist, das möchte ich gar nicht bewerten, ob das jetzt so eine Art Lenkungsgruppe wie beim Fernsehturm ist, die sich erstmal zweimal jährlich trifft, oder ganzer Ausschuss muss es aus meiner Sicht jetzt vielleicht noch nicht sein, etwas, was man dann noch weiterentwickeln kann, indem man eben diese sehr komplexen Dinge miteinander behandelt. Wir entsenden jeweils, wie auch in der Lenkungsgruppe zum Beispiel, ein Mitglied jedweder Fraktion. Da würde ich mir eine Initiative von der Stadtverwaltung wünschen, damit wir informiert sind, damit wir die Bürgerinnen und Bürger informieren können, die uns ansprechen, um eben das alles so auf den Weg zu bringen, wie wir es besprochen haben. Und damit nehme ich direkt Bezug auf den Antrag, den wir bereits am 20.10. eingebracht haben. Wichtig an dieser Stelle ist vielleicht noch, sicher war Anlass auf einmal diese Kündigung dieser 20 kleinen Unternehmen, weshalb es unter anderem auch diese drei Anträge gibt, die sehr unterschiedlich gestaltet sind. Und wir haben uns tatsächlich vor dem Hintergrund dieser Forderung nach einem Gremium, das Sie bitte auswählen, auch nur an wirtschaftspolitische Maßnahmen gehalten, die ausschließlich im Wirtschaftsförderungsausschuss besprochen werden, indem wir auch übrigens, da möchte ich Herrn Rietsche ausdrücklich loben, es steht auf Ihrer Tagesordnung, sobald es was zu berichten gibt, ist Herr Rietsche auch da und hält uns dort absolut auf dem Laufenden. Nichtsdestotrotz fordern wir vor allem eben die regelmäßige Entwicklung im Zuge dieser Großansiedlung, auch eine spezifischere Ermittlung, das ist sicher auch ein Prozess der Arbeits- und Fachkräftebedarfe, die jetzt benötigt werden. Das hängt natürlich auch von den unterschiedlichen weiteren Zulieferern ab, die da sich ansiedeln werden, was die Stadtverwaltung auch diesbezüglich unternimmt. Und besonders wichtig ist uns natürlich auch die Einbindung der Bestandsunternehmen. Wir hatten es vorhin oft in der Aktuellen Stunde. Wir fordern vor allem auch ein Unterstützungskonzept oder auch eine Art Kongress seitens des Wirtschaftsförderungsamtes, an dem die hier ansässigen Unternehmen teilnehmen, wo es eine Tagesordnung gibt, wo sich eben Synergien bilden lassen und zum Beispiel aktuelle Informationen, die die Unternehmen und die Wirtschaft betrifft, sammeln lassen. In unserem Antrag steht noch ein Datum, das würde ich ganz gerne hiermit noch beantragen, dass wir das vielleicht ein Stück vorziehen, dass dem Stadtrat bis zum 21.03.2024 zu berichten ist. Das würde ich vielleicht ganz gerne auf den 30.09.2024 so als Einstieg vielleicht dann mitten für den neuen Stadtrat mal legen, dass auch die Kolleginnen und Kollegen, die dann neu sind, zu dem Thema abgeholt werden. Es ist viel gesagt worden, ich möchte es dabei belassen. Wir haben noch viele andere Themen und ich bitte hiermit um Zustimmung. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt Bündnis 90 Die Grünen. Herr Schulze. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, auch die Grüne Fraktion begrüßt die Ansiedlung des Global Players TSMC in Dresden als eine wichtige geopolitische Entscheidung. Die Entwicklung zum Produktionsstandort aus Asien nach Europa holt und damit einen wichtigen Zukunftsmarkt für den europäischen Markt sichert. An dieser Stelle möchte ich insbesondere auch dem Bundeswirtschaftsministerium mit Dr. Robert Habeck an der Spitze danken. Ihm ist es gelungen, die Konzernführung von TSMC von einer Ansiedlung im Bundesgebiet zu überzeugen. Und wer hier lacht, dann, der scheint offensichtlich keinen Einblick in die Vorgänge zu haben. Mit dieser Ansiedlung machen wir
uns in Europa unabhängiger von anderen Märkten und sichern uns wichtige Bauteile für den europäischen Markt, auch in schwierigen Zeiten, wie wir es in der Corona-Zeit erlebten, als Transportwege weggebrochen sind. Mit der Ansiedlung des innovativen Unternehmens TSMC haben wir auch die weitere Möglichkeit, ein Best Practice zu schaffen, wie mit zukunftsfähigen Technologien Wirtschaftsentwicklung hier bei uns in Sachsen und in Dresden stattfinden kann. Dazu zählen unter anderem ressourcenschonender Einsatz von Wasser, indem zum Beispiel betriebseigene Wiederaufbereitung erfolgt, aber auch der Einsatz von erneuerbaren Energien, um einem intelligenten Mobilitätskonzept für alle Verkehrsarten gleichwertig zu berücksichtigen und die Kooperation mit dem Dresdner Umland bei den Aufgaben von Wohnraum, Kitaplätzen, Schulen und auch Freizeitangeboten. Es ist auch gut, dass bei der Verkehrsplanung jetzt die Stesat mit eingebunden wurde, ein zuverlässiger Partner, der sich auch bereits in der Vergangenheit bei vielen städtischen Großprojekten mit hohem Einsatz auch bewährt hat. Die Zeit bis zur Eröffnung des TSMC-Standorts 2027 wird auch insbesondere schneller vergehen, als wir uns das wünschen. Auch wenn das Unternehmen nicht mit einer 100%igen Auslastung starten wird, können wir uns derzeit nicht zurücklehnen, sondern müssen die genannten Herausforderungen klar ermitteln. Zum Beispiel dann, wie auch schon von Christine Sturm vorgeschlagen, Stabsstellen einrichten, um Verwaltungsabläufe zu optimieren und Verfahrenszeiten auf ein Minimum zu verkürzen. Wer sich anschaut, in welchen kurzen Zeitabläufen in Asien zum Beispiel Bauvorhaben umgesetzt werden, sieht, wo wir dann noch ein bisschen Potenzial auch nach oben erschließen müssen. Mit Sicherheit wird aber auch die Fachkräftefrage und auch dann die Baukapazitäten in der Bauwirtschaft nochmal eine Herausforderung sein. Und insbesondere die Gewinnung ausländischer Fachkräfte brauchen wir eine deutlich weltoffenere Atmosphäre in unserer Stadt und in Sachsen. Und es ist eines unserer wichtigsten und auch mein wichtigstes politisches Ziel, dass die AfD weder in Dresden noch in Sachsen stärkste politische Kraft bei den anstehenden Wahlen wird. Ein Sieg der als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD wäre nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich und sozial ein Desaster für unsere Stadt und auch für den Freistaat, das es mit allen Mitteln und mit allen demokratischen Kräften zu verhindern gilt. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns mit viel Engagement die vor uns liegenden Aufgaben angehen. Auch der Mittelstand und auch die vielen kleineren Unternehmen werden Synergieeffekte aus dieser Ansiedlung schöpfen. Und wir werden auch diesen Unternehmen nicht aus dem Blick verlieren und stehen auch weiterhin als zuverlässige Partner an Ihrer Seite. Wir werden dem SPD-Antrag und auch dem CDU-Antrag soweit zustimmen. Für den FDP-Antrag werden wir uns nicht erwärmen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, dann machen wir weiter. CDU-Fraktion, Herr Karten. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben ja vorhin in der aktuellen Stunde, ich sage mal so, das Große und Ganze miteinander besprochen. Das muss jetzt nicht nochmal wiederholt werden. Ich will nur einige ganz wenige Aspekte benennen zum vorliegenden SPD-Antrag. Ich habe auch heute was Neues gehört, und zwar den Vorschlag einer Lenkungsgruppe, eines Lenkungsausschusses. Diese Idee würde ich ungern unterstützen. Wir haben einen Ausschuss für Wirtschaftsförderung, der alle Wirtschaftsthemen, die es in dieser Stadt gibt, miteinander bespricht. Ich finde, dort ist das Thema gut platziert, und ich bin dem Bürgermeister Pratzka sehr dankbar, dass er den Vorschlag meiner CDU-Kollegen, den wir bereits im Sommer letzten Jahres im Ausschuss für Wirtschaftsförderung geäußert haben, nämlich eine regelmäßige Information zu erhalten, auch nachgekommen ist und das Ganze jetzt auch mit Leben erfüllt. Die Berichte sind tatsächlich in jeder Sitzung auch immer umfassender, werden die vorgetragen und erläutert, und man kann jetzt langsam sich auch ein Bild machen von den Dingen, die dort passieren. Wir stehen in der Tat noch relativ weit am Anfang, insofern wünsche ich mir da auch noch mehr Tiefe und mehr Information, aber ich glaube, wir sind da schon mal auf einem richtigen Weg. Wir bitten um punktweise Abstimmung des SPD-Antrages, und zwar wollen wir ganz gerne als CDU-Fraktion diesem Konzept, was erstellt werden soll, nicht zustimmen, weil wir einfach der Meinung sind,
Wir können jetzt nicht im Amt für Wirtschaftsförderung noch große Konzepte schreiben, da Mitarbeiterkapazitäten binden, um jetzt da noch viele Seiten Papier zu füllen, sondern wir müssen ins Arbeiten, wir müssen ins Handeln kommen. Das ist das, worum es jetzt geht, und deshalb bitten wir um punktweise Abstimmung, damit wir dort diesen Vorschlag unsere Zustimmung nicht geben können. Die anderen Punkte würden wir entsprechend unterstützen. Nur damit ich es verstehe, welcher Punkt soll separat oder alle einzeln? Herr Kaaten. Herr Kaaten? Alle einzeln. Na, wunderbar. Naja, also dann, ja, aber ein bisschen abendfüllen. Also so, dann haben wir als nächstes. Fraktion Die Linke wird das Wort gewünscht? Nein. FDP das Wort gewünscht? Nein. Freie Wähler, Freie Bürger das Wort gewünscht? Nein. Dann Dissident, Herr Dr. Schulte-Wissermann, steht. Will auch nicht mehr. Dann AfD, Herr Laczynski. Gut, sind wir erstmal durch die Fraktionsrunde durch. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung, und da haben wir gesagt, wir wollen alle Punkte einzeln des federführenden Ausschussberichtes zur Abstimmung stellen. Ich würde mir mal erlauben, dass alle Punkte einzeln heißt, dass unter 1a bis e ein Punkt ist, und ja, das ist erstmal schon beruhigend. Dann bringen wir den federführenden Ausschussbericht, der hat schon das korrigierte Datum 30.09.24, also müssen wir ihn nochmal anpassen, beinhaltet. Wer dem Punkt 1 die Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja, 65 Ja-Stimmen, keine Nein, eine Enthaltung, damit beschlossen. Wir kommen zum Punkt 2. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Damit so beschlossen. Kommt zum Punkt 3 des federführenden Ausschussberichtes. Wer hier zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Damit so beschlossen. Bringt uns zu Punkt 4. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Damit so beschlossen. Bringt uns zum Punkt 5. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Damit so beschlossen. Und last but not least, Punkt 6. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Damit ebenso beschlossen. Damit haben wir den Top 6, den federführenden Ausschussbericht, in allen Punkten bestätigt. Bringt uns zu Top 7. Hier ist einreichende Fraktion, die AfD-Fraktion. Herr Laczynski, bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer, vielleicht hätten wir bei Punkt 5 auch noch mal eine Wiederholung der Zählung und eine Auszeit beantragen sollen. Sei es drum, jetzt haben wir halt den Beschluss so, wie er ist. Im Sommer des letzten Jahres freuten wir uns alle darüber, dass sich TSMC in Dresden ansiedelt und unsere Stadt als Halbleiterzentrum Europas
und als Zentrum des Silicon Saxony weiter wächst. So groß die Freude dazu auch ist, so groß sind aber auch die damit einhergehenden Herausforderungen für Stadtverwaltung und Stadtrat. Denn neben den ohnehin schon präsenten Themen wie Verkehrserschließung, Wohnungsangebot und Gewerbeflächenausweisung für Zuliefererbetriebe hat sich im Herbst des letzten Jahres ein Problem dargestellt, welches schon weit vor dem ersten Spatenstich für das neue Werk gelöst werden muss. Darauf wollen wir mit diesem Antrag auch hier den Schwerpunkt setzen. Infolge der Ansiedlungsentscheidung von TSMC sollen im Dresdner Norden große Gewerbeflächen den Besitzer wechseln. Einige dieser Flächen, wie beispielsweise an der Radeburger Straße, sind jedoch der Firmensitz ortsansässiger Unternehmen. Um den Verkauf der Flächen an TSMC vollziehen zu können, kündigte der Eigentümer den ca. 30 kleineren und mittelständischen Betrieben. Wir als AfD-Fraktion wollen nicht, dass die Stadt Dresden 30 ortsansässige Gewerbe opfert, um ein großes Unternehmen nach Dresden zu holen. Die Stadt muss ja ganz klar das Signal senden, dass uns in Dresden jedes Unternehmen, egal ob groß oder klein, wichtig ist. Das Unternehmertum ist ein hohes Gut für unsere Stadt. Es bildet Arbeitsplätze und sorgt für den Wohlstand. Für alle Unternehmen in Dresden muss der Stadtrat die Rahmenbedingungen schaffen, die sie benötigen, um wachsen oder zumindest in den heutigen Zeiten die Existenz sichern zu können. Angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen Situation in Deutschland, Herr Schulze hat es ja schon angedeutet, ich werde nachher nochmal darauf eingehen, ist es umso wichtiger, Unternehmen nicht durch unbedachtes politisches Handeln aus dem Land oder in diesem Fall aus der Stadt zu treiben. Deshalb haben wir diesen Antrag hier eingebracht, der zum Ziel hat, dass die Stadt preiswerte Ersatzflächen findet bzw. vermitteln soll, um so die Existenz dieser 30 Unternehmen nicht zu gefährden. Zu diesem Zweck sollen städtische Gewerbegrundstücke, die wir zum Beispiel auf der Richard-Riemer-Schmidt-Straße haben, ertüchtigt werden. Wir schlagen hier unter anderem die Errichtung von temporären Bauten oder Leichtbauhallen auf kommunalen Grundstücken vor, um so schnell einen preiswerten und günstigen Ersatz zu schaffen. Wir wollen in jedem Fall vermeiden, dass die Stadt hier das Signal aussendet, dass sie bereit wäre, mehrere regionale Unternehmen für ein großes Unternehmen zu opfern. Unternehmen, die jahrzehntelang mit ihrer Wirtschaftsleistung zu unserer Stadt beigetragen haben, die mit ihren Steuern letztendlich auch die 5 Milliarden an Steuersubventionen für TSMC in Dresden mitfinanziert haben, haben hier die Unterstützung der Stadt mehr als verdient. Mit diesem Antrag wollen wir genau diese Unterstützung für unsere Unternehmer einfordern und bitten hier um Zustimmung. Und vielleicht nochmal auf das eingehen, was Herr Schulze vorhin gesagt hat. Herr Schulze hat allen Ernstes gesagt, die AfD wäre ein wirtschaftliches Desaster für unseren Freistaat. Ich wiederhole es gerne nochmal. Wir haben die höchsten Strompreise in Europa. Wir haben Unternehmen, die reihenweise insolvent gehen oder abwandern. Als Beispiel nur, Continental, ne? Putzmeister, Herms Schleifwerke oder auch die Donauer Chemiewerke, alle sind abgewandert oder sind insolvent gegangen. Das wirtschaftliche Desaster findet gerade statt und Grund dafür ist die grüne Wirtschaftspolitik. Es wird Zeit, das zu ändern. So, zu diesem Antrag ist mir nur eine Wortmeldung signalisiert worden. Herr Kaden, bitteschön. Ich kann das direkt vom Platz machen. Wir haben uns auch mit diesem Antrag beschäftigt. Wir werden dem Ausschussbericht zustimmen, der einige Punkte mitträgt, andere auch ablehnt. Insbesondere möchte ich hier an dieser Stelle unseren Wirtschaftsbürgermeister Herrn Pratzka loben. Er hat nämlich, nachdem das Thema in der Presse bekannt wurde, den Hörer in die Hand genommen und tatsächlich alle Gewerbebetriebe, die in diesem Presseartikel erwähnt waren und offensichtlich von dieser Veränderung betroffen sind, angerufen. Die Unternehmen sind auch eingeladen worden, sich die Angebote der Landeshauptstadt Dresden in Gewerbegebieten sich anzuschauen. Man ist dort im Gespräch, das will ich also hier an dieser Stelle ausdrücklich loben, ein hervorragendes Umgehen mit dieser Situation. Man muss allerdings auch sagen, dass die Unternehmen dort an dieser Stelle sehr, sehr günstig, in sehr einfachen Verhältnissen ihr Geschäft nachgehen. Das wird sicherlich in einem städtischen Gewerbepark oder beim Verkauf von Gewerbeflächen an die Preise, die wir da auch nehmen, gebunden sein. Also insofern muss man da auch realistisch sein. Möchte aber hier an der Stelle, weil auch der Antrag ja so ein bisschen eine, naja, sehr negative Tonalität hat, zumindest in meiner Wahrnehmung, ausdrücklich die Stadtverwaltung für ihr
aktives und beherztes Handeln loben. So, weitere Wortmeldung, Herr Lichti. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben jetzt zum wiederholten Male einen durchaus wohltemperiert, konservativ, neoliberalen Vortrag des Herrn Laczynski gehört, natürlich auch mit dem in diesen Kreisen üblichen Lügen über angebliche wirtschaftspolitische Desaster verursacht durch den Bundeswirtschaftsminister gehört. Also scheint nichts Neues hier zu sein, nichts Uninteressantes. Das Auditorium findet sich auch im angemessenen Tiefschlaf. Aber trotzdem ist es einfach jetzt auch mal wichtig, hier auf einen Punkt hinzuweisen, der zu Recht in den letzten Monaten in Deutschland, auch hier in Ostdeutschland, vertieft diskutiert wurde. Ich spreche von der sogenannten Brandmauer, von denen wir ja alle wissen, dass sie auf Seiten der CDU und der weiteren Parteien und Gruppierungen, es gibt ja jetzt eine neue, Herr Zastrow, dort, ich komme zum Thema, wunderbar, ich habe Ihre Aufmerksamkeit, ich finde das toll. Dieser Antrag hat im Ausschuss für Wirtschaftsförderung eine Mehrheit von 7-5 gefunden. Diese Mehrheit galt einem AfD-Antrag, der also 7 Stimmen bekommen hat. Das heißt, diesem Antrag haben die Vertreter der CDU, der FDP und der Freien Wählerinnen und Wähler, Entschuldigung, Sie sind ja nur Männer, oder? Weiß ich nicht, ja, zugestimmt. Wir führen hier in Deutschland zu Recht eine Debatte, kann es denn sein, dass wir einen rechtsextremistischen Verdachtsfall, bald nicht mehr Verdachtsfall, wenn wir die Entscheidung in Köln dann irgendwann mal auf den Tisch bekommen, ob wir mit dieser Partei zusammenarbeiten können oder nicht zusammenarbeiten können. Hier hat die CDU jetzt den Weg vollendet, den sie spätestens seitdem Frau Ahnert hier den Fraktionsvorsitz übernommen hat, gegangen ist. Es wird jetzt ganz offen mit den Nazis hier zusammengestimmt. Und wenn Sie immer sagen, wir kämpfen am 9. Juni um eine sogenannte bürgerliche Mehrheit, dann sage ich den Dresdnerinnen und Dresdnern, was das bedeutet. Es bedeutet die schamlose, vollständige Zusammenarbeit einer ehemalig staatstragenden bürgerlichen Partei namens CDU, einer ehemalig staatstragenden bürgerlichen Partei namens FDP und dieser neuen Formation Team Zastrow mit den Nazis von der AfD. Und das müssen die Dresdnerinnen und Dresdner wissen. Und so deswegen müssen sie auch richtig am 9. Juni wählen. Und dafür werden wir kämpfen. Danke. Das führt zu weiteren Wortmeldungen. Herr Gilke. Herr Oberbürgermeister, Sie hatten vor nicht allzu langer Zeit meinem Stadtratskollegen Herrn Breuer das Wort entzogen, weil Sie gesagt haben, er spricht nicht zum Thema. Warum haben Sie das jetzt nicht getan? Hat Ihnen das gefallen, was wir gerade gehört haben? Was ist denn das für ein Umgang wieder? Es geht immer darum Hass und Hetze. Wir haben gerade Hass und Hetze erlebt. Sie wissen nicht, was die Nazis waren, wer die Nazis waren. Beschäftigen Sie sich damit. Denn wenn Sie wirklich wüssten, wer das war, würden Sie nicht Menschen des heutigen Agierens dahingehend so bezeichnen. Das geht so nicht. Das ist dumm. Das ist saudumm. Und das ist meines Erachtens eine Form des Holocaust-Leugnens. Leider sieht es die Gerichte nicht so, leider. Aber denken Sie mal darüber nach, wenn das überhaupt in Ihrem möglichen Potenzial dargehen möglich sein mag. Danke. So, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen außer Herrn Laczynski. Und ich würde das mal mit dem Schlusswort vielleicht gerne verbinden sehen wollen. Bitte schön. Das können wir gerne auch gleich als Schlusswort machen. Herr Lichti hat es ja sich in seinen Aussagen eigentlich selbst widersprochen. Zunächst möchte ich erstmal der Betitelung als Nazi widersprechen. Ich denke, wir wissen alle, dass das nicht der Fall ist. Abgesehen von Herrn Lichti wissen wir alle, dass genau das nicht der Fall ist. Vor allen Dingen sollten sich gerade die Grünen da an die eigene Nase fassen. Ich erinnere nur an den ersten Bundestagspräsidenten, den die Grünen gestellt haben, welche Partei er ursprünglich mal angehört hat. Außerdem hat Herr Lichti ja selbst gesagt, dass der Redebeitrag wie so oft konservativ und aus seiner Sicht neoliberal war. Ich wusste nicht, dass das eine Ausrichtung der Nazis war. Aber sei es drum, der Antrag ist eingebracht und ich bitte hier um Abstimmung, so wie er vom Ausschuss Bericht kommt. Danke.
Und dazu kommen wir jetzt. Wer dem federführenden Ausschussbericht seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja. 32 Ja-Stimmen, 34 Nein-Stimmen und keine Enthaltung. Damit hat es keine Mehrheit bekommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 8. Hier sind jetzt der Einreicher, die CDU-Fraktion und Herr Karten, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch hier gilt das, was ich in der Aktuellen Stunde gesagt habe, muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen, möchte die wesentlichen Punkte unseres Antrages vorstellen und der gliedert sich in einige wesentliche Punkte. Wir haben in dem Punkt 1 und 2 nochmal ein paar Aspekte benannt, die wir ganz gern von der Stadtverwaltung wissen wollen. Wir haben mittlerweile ja schon ein paar Runden gehabt im Ausschuss für Wirtschaftsförderung. Es gibt jetzt erste Berichte. Der Antrag stammt aus dem November 2011. Ein paar Punkte sind aber nach wie vor offen. Wir möchten wissen, wer handelt denn in unserer Stadt dieses Projekt? Wer kümmert sich? Wer gehört zum Projektteam? Wer ist eingebunden? Welche Struktur haben wir uns in der Stadtverwaltung gegeben, um diese Projektarbeit zu leisten? Für alle hier im Rat ist sicherlich auch interessant, wie ist denn die Zeitplanung? Welche Arbeitspakete und Meilensteine gibt es? Wir wollen ganz gerne im Ausschuss einschätzen können, sind wir im Plan, dauert es länger, geht es möglicherweise schneller? Auch Punkte, die uns interessieren. Im Punkt 3 kommen wir nochmal auf den Antrag aus dem Jahr 2021 zurück. Ich hatte in der Aktuellen Stunde da schon Bezug genommen. Es geht um den Antrag starke Region im Herzen Europas, interkommunale Zusammenarbeit der Landeshauptstadt. Dort möchten wir ganz gern, dass uns die Stadtverwaltung berichtet, in welche konkreten Projekte, die wir ja seinerzeit gefordert hatten, sie mit dem Umland und den Landkreisen und Umlandgemeinden eingetreten ist. Das gilt sowohl für die Entwicklung von Gewerbestandorten, da geht es um das Thema Wohnungsbau, da geht es um Bauland- und Wohnflächenentwicklung, Infrastruktur, Netze, aber auch Mobilität bis hin zum Tourismus. Und dann wollen wir die Stadtverwaltung auffordern, im Punkt 4 ein Konzept fortzuschreiben, und zwar ist es das Konzept für die kurz- und mittelfristige Entwicklung von kommunalen Gewerbestandorten. Das gibt es, das müssen wir aber aktualisieren, weil insbesondere die Entwicklung im Dresdner Norden uns dazu geradezu auffordert. Und ich hatte es eingangs schon gesagt, wir werden im nächsten Doppelhaushalt auf Basis dieses Konzeptes auch maßgeblich finanzielle Mittel zur Entwicklung von Gewerbestandorten bereitstellen müssen, wenn wir uns alle gemeinsam ehrlich machen. Punkt 5 ist dann die Aufforderung an die Stadtverwaltung, die Umsetzung der Fachkräftesicherungsstrategie im Ausschuss im Hinblick auf die Ansiedlung von TSMC zu aktualisieren und auch dem Stadtrat vorzulegen. Und Punkt 6 greift nochmal das Thema Infrastruktur auf. Wir waren ja, als wir den Antrag geschrieben haben, im Herbst letzten Jahres, noch ein bisschen zögerlicher unterwegs. Deshalb steht dort jetzt auch nur die Straßenbahn drin und die S-Bahn, wie wir gehört haben, geht es mittlerweile beim Thema Verkehr um doch einiges mehr. Ich meine damit nicht, Frau Kaspari, die von Ihnen angesprochenen Mobi-Shuttles und Mobi-Bikes. Das ist für mich in der Tat Beiwerk, damit werden wir das Thema nicht lösen. Ich denke dort eher an leistungsfähige Bahnverbindungen, damit, wenn jemand zum Beispiel in der Bautzener Region wohnt und in der Chipindustrie in Dresden arbeitet, auch in kürzester Zeit an seinem Arbeitsplatz sein kann. Und da geht es letzten Endes auch um den mehrstreifigen Ausbau der Autobahn, da geht es um die Neugestaltung der Autobahnabfahrt Dresden-Nord, alles Themen, die wir brauchen. Und es geht auch, das hat heute noch niemand erwähnt, um den Dresdner Flughafen. Denn allen muss klar sein, dass dieser Flughafen, der ja in den letzten Jahren doch eher stagnierende oder auch sinkende Passagierzahlen hatte, damit auch zu neuer Blüte
wachsen wird, wenn im Dresdner Norden sich die Wirtschaft weiterentwickelt. Das heißt, auch das Fliegen von Dresden wird eine Renaissance erhalten und das wollen wir entsprechend unterstützen. Und damit ist der Antrag, denke ich, auch hinreichend vorgestellt. Wir haben im Ausschuss für Wirtschaftsförderung eine sehr breite Zustimmung bekommen und ich rege an, dass wir das heute hier im Rat genauso halten. Vielen Dank. So, dann habe ich einen Ergänzungsantrag, der jetzt eingebracht werden könnte. Bitte schön, Herr Genschmann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wir unterstützen den Antrag der CDU, haben aber eine kleine Beauftragung für den Oberbürgermeister und eine Bitte, dass er im Rahmen der Gespräche mit der Ansiedlung von TSMC und auch weiteren künftigen Ansiedlungen von Großunternehmen aktiv über die Beteiligung dieser Unternehmen an sozialen, kulturellen und sportlichen Infrastruktur der Stadt Dresden zu verhandeln. Diese Großansiedlungen, haben wir heute schon mehrmals besprochen, werden in der Regel mit Milliarden von Steuergeldern subventioniert, verbunden, und das ist ja auch, deswegen hängen wir es hier an den CDU-Antrag, werden auch umfangreiche Investitionen der öffentlichen Hand, die für den Ausbau der Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur fließen. Diese Mittel werden dann in Zukunft aber in die Finanzierung zum Beispiel der Schwimmhalle in Klotzsche, Gorbitz, Pieschen aktuell nicht zur Verfügung stehen. Und aus dem Grund wollen wir und die hier angesiedelten Mitarbeiter, die wollen ja dann auch benötigen Wohnungen, benötigen Schulen und Kindergärten und wollen aber auch eventuell schwimmen gehen, kulturelle Veranstaltungen oder Wettkämpfe der Dresdner Sportvereine besichtigen. Und da reicht es, wenn wir etwas aufwärts schauen, wie es die Stadt Magdeburg gemacht hat. Dort haben wir im Dezember eine Pressemitteilung von Intel mit dem dortigen Oberbürgermeister gesehen, dass Intel sich bereit erklärt, beim FC Magdeburg und SC Magdeburg im Handball einzusteigen und als finanzieller Partner im Sport einzustehen. Und ich glaube, das wäre eine gute Voraussetzung, auch das Vertrauen in der Dresdner Bevölkerung, die Zustimmung noch mehr zu erringen. Und diese Unternehmen profitieren sehr intensiv von den Steuergeldern. Und dann kann man auch durchaus erwarten, verlangen, bitten, dass diese Firmen sich in die Stadtgesellschaft mit einem Beitrag einbringen werden. Wir würden uns auch freuen, wenn dieser Ergänzungsantrag eine Mehrheit finden würde. Danke. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Fraktion Die Linke, Herr Wirz. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, gehen wir mal wieder zurück. TSMC, 10 Milliarden Investitionen, davon 5 Milliarden Steuergelder. Immer wieder die Frage, wenn der deutsche Staat, die deutsche Gesellschaft die Hälfte dieses Werkes bezahlt, warum gehört ihm dann nicht die Hälfte davon? Warum verschenken wir Geld? Zweitens, 150 Millionen vom Freistaat, 50 Millionen von der Stadt Dresden für die Wasserfähr- und Entsorgung. Das kommt noch obendrauf aus den Kommunen und vom Freistaat. Noch eine andere Zahl, TSMC hat 2023 26 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Einfach mal die Zahl sacken lassen. Dresden steht aus linker Sicht vor gewissen Chancen, ja. Möglicherweise gut bezahlte Jobs, Hightech, Zukunft, aber auch vor Risiken. Die sind hier nicht benannt worden. Dresden steht vor einem ungeheuren Kostenschub. In Los Angeles sind ungefähr 50.000 Menschen obdachlos und wohnungslos, leben teilweise auf der Straße und teilweise ist es der öffentliche Dienst, der sich die Wohnung nicht mehr leisten kann, aus denen er vertrieben worden ist von den Angestellten der Hightech-Firmen. Die Angestellten der Hightech-Firmen leben dabei nicht besser, als vorher der öffentliche Dienst gelebt hat, nur teurer. Die bezahlen für die gleiche Leistung die gleiche Wohnung mehr als vorher. Das Immobilienkapital gewinnt dabei, die Menschen nicht. Wir haben es in Deutschland etwas besser. Wir haben ein etwas, will man sagen, dämpfendes Mietrecht. Da sind derzeit in Dresden 10% bei Neuvermietung über dem Mietspiegel möglich und 15% alle drei Jahre im Bestand, im Mietspiegel. Aber auf Dauer schlägt das auch zu. Und
Menschen, die in Dresden arbeiten, die nicht in tarifgebundenen Jobs arbeiten, die nicht im Hightech sind, nicht in der Forschung, nicht in der Landesbehörden oder hier im öffentlichen Dienst sind, die werden es schwer haben in Dresden. Darauf müssen wir achten. Wir dürfen nicht zulassen, dass es eine soziale Spaltung gibt. Weiter zum Antrag der CDU. Wir haben ja heute wieder eine Aktuelle Stunde und drei Anträge vorliegen, die eigentlich das Format sind. Ja, da ist etwas Großes passiert. Die Landesregierung war dabei und der Oberbürgermeister war dabei. Der Stadtrat war im Wesentlichen nicht dabei. Jetzt muss man das Thema irgendwie besetzen. Und da stellt man irgendwie Anträge, die eigentlich, wenn wir sagen, das Format haben, schön, dass wir drüber geredet haben. So auch dieser. Als erstes Mal ist natürlich, könnte man sagen, fast ein linker Antrag von vor 20 Jahren, also ein großes Misstrauen in Punkt 1 in die Staatskanzlei. Also da wird das Projektteam gewünscht, was in der Staatskanzlei tätig ist, von der CDU-Fraktion hier in Dresden. Erstmal interessant, wer ist gerade Ministerpräsident? Das ist Michael Kretschmer, CDU. Ist natürlich auch ein gewisses Misstrauen, was da hervorkommt, was da zum Ausdruck kommt. Würde man jetzt nicht denken, dass die Landtagsabgeordneten der CDU das nicht selbst rauskriegen, wer da im Prinzip am Werk ist oder ob das dazu intransparent ist. Aber wenn es der Aufklärung und der Wahrheitsfindung dient, warum nicht? Wir wollen da gar keine Spielverderber sein. Dann ein Zeitplan möchte die CDU wissen. Es ist immer so eine Sache, möchten wir wirklich wissen, wie die Termine verschoben werden, einen Zeitplan öffentlich machen, der dann nicht eingehalten wird. Es ist ratsam, immer nur Fragen zu stellen, deren Antworten man verträgt und die in seinem Sinne sind. Denn wie könnten wir es beschleunigen, wenn irgendwo Verzögerungen auftreten? Also ich will es gar nicht so genau wissen, aber ich möchte Sie in Ihrem Wissensdrang auch nicht bremsen, deswegen können wir auch da durchaus gerne zustimmen. Dann natürlich der Antrag zu der Prinzip interregionalen Zusammenarbeit. Haben wir auch damals zugestimmt, haben wir auch was ergänzt. Ist honorig, das zu bringen. Das ist das Typische im Dresdner Stadtrat. Man muss es einmal beantragen, um es anzuregen und dann nochmal beantragen, um es durchzusetzen, dass es gemacht wird. Auch das ist durchaus richtig. Aber es ist auch wieder nur ein Bericht, der praktisch keine Konsequenzen hat. Fortschreibung, Gewerbestandorte, richtig, Gewerbeflächen sind in Dresden knapp, aber wir sind auch inzwischen an entwickelbaren Flächen knapp. Ob das dann im Prinzip was bringt, okay, aber wir wollen auch dem nicht im Wege stehen. Fachkräftestrategie ist ein tolles Thema. In den 90er Jahren haben wir im Prinzip Arbeitskräfte gehabt, die im Prinzip zu DDR-Zeiten in der Chipindustrie gearbeitet haben, die es mitentwickelt haben, die es mit hervorgebracht haben. Und die standen zur Verfügung. Jetzt ist es schwierig unter Umständen. Es braucht eine Ausbildungsoffensive. Auch da werden wir zustimmen, diesen Bericht entgegenzunehmen. Aber es liegt nicht viel in unserer Macht, da etwas zu ändern. Dann Verkehrsplanung. Auch dem können wir zustimmen, obwohl es natürlich komisch ist, über Straßenbahnen, S-Bahnen zu verfügen, wenn man noch gar nicht weiß, wo die Leute wohnen sollen. Im Grunde genommen ein honorischer Antrag, der gut gemeint ist, wenig praktisch bewirkt. Wir werden mal sehen, was draus wird. Ich denke mal, die Beantwortung der ganzen Fragen, die wird unter Umständen später sein, als die Chipfabrik steht. Vielen Dank. Wird SPD das Wort gewünscht? Nein. FDP das Wort gewünscht? Nein. Freie Wähler nochmal das Wort gewünscht? Nein. Dissidenten? Nein. AfD? Bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, TSMC zum Dritten. Es war schön zu hören, wie alle Fraktionen sich zu diesem Vorhaben bekannt haben, dass alle schön fanden, der Zuzug entsprechend bewertet wurde, die Unterstützung gewährleistet wurde, wunderbar auch Bedenken, die dadurch geäußert worden sind, aber rundherum alle zufrieden sind, dass dieser große Konzern nach Dresden kommt. Drei Anträge, die nahezu inhaltlich identisch sind, die inhaltlich durchaus beides wollen, nämlich sowohl für die Dresdner was bewegen, als auch für die dann neuen Bürgerinnen und Bürger und für den Wirtschaftsstandort. Umso erstaunlicher für mich natürlich, dass diese linksgrüne Mehrheit heute sich gegen den Dresdner Mittelstand positioniert hat,
eindeutig gesagt hat, dass sie das nicht will, den Mittelstand nicht unterstützen will, nicht fördern will, damit Arbeitsplätze natürlich gefährdet, Existenzen gefährdet. Das müssen Sie natürlich den Dresdnerinnen und Dresdnern, müssen Sie Ihren Wählern natürlich erklären. Wir als AfD stehen für eine Fach- und Sachpolitik. Deshalb werden wir auch dem Antrag der CDU entsprechend unsere Zustimmung geben, wie wir das auch bei dem Antrag der SPD getan haben. Wir wollen für die Wirtschaft etwas tun in Dresden. Dafür stehen wir und dazu bekennen wir uns. Vielen Dank. Und wird Bündnis 90 Die Grünen das Wort gewünscht? Nein, dann sind wir mal durch. Gibt es weitere Wortmeldungen? Sehe ich nie, außer dem Wunsch, ja, habe ich gesehen, dem Begehr eines Schlusswortes. Herr Kart, bitteschön. Ein kleines, kurzes Schlusswort und vielleicht zwei Repliken auf Vorredner. Also es ist ja wirklich interessant, wie Herr Wirz sich hier äußert und man so richtig merkt, wie die Linke mit diesem Megathema, wo es jetzt einfach aufs Machen ankommt und nicht aufs Jammern, fremdelt. Das ist interessant zu sehen und Sie merken einfach, dass Sie mit dem Thema bisher nichts zu tun hatten und Sie merken einfach, dass es hier im Rat Leute gibt, die richtig Lust darauf haben, dieses Thema zu gestalten und Sie merken eben, wie Sie so neben der Bahnsteigkante stehen und der Zug für Sie langsam abfährt, aber das ist dann so und das tragen Sie dann mit Ihrer schlechten Laune vor. Vielleicht kriegen wir es ja doch wieder hin, dass wir da ein bisschen positiver drauf schauen und zwar auch mit Ihrer Hingabe zu diesem Thema. Was die AfD sagt, dass wir hier gegen den Mittelstand handeln, ist natürlich völliger Kokolores. Also wer meiner Rede zugehört hat, sowohl in der Aktuellen Stunde als auch bei der Vorstellung unseres eigenen Antrages, der hat sehr wohl gemerkt, dass wir schon verlangen von der Stadtverwaltung, dass hier auch für die kleinen und mittelständischen Unternehmen Chancen geschaffen werden durch Gewerbeflächen, durch ein gutes Miteinander, durch das Ermöglichen der Verwaltung. Darum geht es. Und es ist eindeutig. Und hier uns zu unterstellen, dass es Kreise hier in diesem Stadtrat gibt, die jetzt mit dem Beschluss gegen den Mittelstand handeln, das ist eigentlich Quatsch. Man kann feststellen, dass es hier so auf der Seite ganz außen und auf der Seite ganz außen Leute gibt, die hier einfach so ein bisschen Problem mit dem Thema haben. Ich glaube, das braucht es alles nie, sondern wir sollten ja wirklich mit Optimismus an die Sache rangehen und versuchen, das Bestmögliche für Dresden rauszuholen. Wir werden es auf jeden Fall tun und ich bitte um Zustimmung zum Antrag. Soweit die Debatte zu diesem Tagesordnungspunkt. Kommen wir zur Abstimmung. Wir haben zunächst den Ergänzungsantrag Freie Wähler, Freie Bürger. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 2 Nein, 37 Enthaltungen, damit angenommen. Wir kommen über den so ergänzten federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung. Wer zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 4 Nein, 7 Enthaltungen, damit so beschlossen. Damit sind wir erstmal durch die Anträge komplex zur Aktuellen Stunde durch, sind beim Tagesordnungspunkt 9, nämlich den Punkten ohne Debatte, heute wie gesagt ein